Ganz interessant bei denjenigen, die das vielleicht, diese Narrenposse gestern nicht sehen konnten. Sie haben nichts verpasst, ehrlich gesagt. Aber die Quintessenz, die wir alle als Wähler mit aus dieser Debatte nehmen können, ist, dass alle Parteien im deutschen Parteienspektrum die illegale Zuwanderung legalisieren wollen. Und da sagen wir, wir machen das nicht mit als AfD. Ich stand da gestern Abend und habe mir gedacht, was ist hier eigentlich los? Wer hat die Käfigtür offen gelassen? Wenn eine Frau Kipping, wenn ein Marxist sagt, also offene Grenzen für alle, dann ist das das eine. Wenn aber die CSU von sich gibt, die sich als Law and Order Partei, als Partei von Recht und Ordnung dahinstellt, als Nebelkerze, als Handtaschenwaldi von Angela Merkel, da muss man doch wirklich fragen, was mit den konservativen Werten und mit Recht und Gesetz in Deutschland eigentlich los ist, sehr geehrte Damen und Herren. Da wären wir eigentlich auch bei etwas sehr Persönlichem von mir. Warum bin ich in die AfD eingetreten? Das wird mir, also diese Frage wird mir immer gestellt. Und von denjenigen von Ihnen, die das vielleicht nicht wissen, die Alternative für Deutschland ist für mich das erste Parteiengagement. Ich war vorher in keiner anderen Partei. Und warum ich in die AfD eingetreten bin im Jahre 2013, nachdem die AfD es nicht in den Bundestag geschafft hat, war der gleiche Grund, warum Frau Steinbach aus der CDU ausgetreten ist. Und das sind die Rechtsbrüche, die immer wiederkehrenden Rechtsbrüche in fast allen politischen Handlungsfeldern dieser Bundesregierung, die wir nicht mehr weiter tolerieren dürfen als wahre Demokraten, sehr geehrte Damen und Herren. Frau Steinbach, es ist eine große Ehre für mich persönlich und für uns alle. Sie merken das, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank. Wir haben es mit Rechtsbrüchen zu tun, angefangen mit der Euro-Rettungspolitik. Diese Euro-Rettungspolitik, das ist der alte und es ist der neue Markenkern der Alternative für Deutschland. Denn wir sind die einzige Partei in der Bundesrepublik Deutschland, die die Euro-Rettungsarchitektur überhaupt kritisiert. Denn sie ist falsch und sie ist rechtswidrig. Angefangen. Angefangen hat das ganze Experiment, das Euro-Experiment, mit einem Versprechen. Das war das Versprechen von dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner historischen Rede 1998 im April vor dem Deutschen Bundestag, indem er dem Bundestag und damit dem deutschen Wähler und dem deutschen Bürger versprach, Deutschland würde niemals für die Schulden eines anderen Euro-Staates aufkommen. Und das ist der Grund, sehr geehrte Damen und Herren, warum der Euro ungefragt zu den Deutschen kam. Und das ist auch der Grund, warum die Alternative für Deutschland als einzige Partei endlich Volksentscheide in der Bundesrepublik fordert. Damit genau das nicht mehr passiert. Denn wir sehen ja, was daraus geworden ist aus diesem Versprechen. Dieses Versprechen
hat auch einen Rechtsstatus in den europäischen Verträgen. Die Klausel heißt No-Bail-Out-Klausel. Kein Staat darf für die Schulden eines anderen Staates aufkommen. Und was tut diese Bundesregierung? Was alimentiert diese Bundesregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel? Das genaue Gegenteil. Und das Ganze geht ja noch weiter. In einem anderen elementaren Artikel wird es der Europäischen Zentralbank verboten, Staatsfinanzierung zu betreiben. Was tut sie? Sie tut das genaue Gegenteil. Sie betreibt eine absolut rechtswidrige Politik. Im Übrigen juristisch nicht angreifbar, denn der EZB ist verboten, direkt Staatsanleihen aufzukaufen. Was tut sie? Sie kauft diese Anleihen über die Banken und die kaufen das auf, also indirekt. De facto das Gleiche, juristisch nicht angreifbar. Und das ist der Grund und das ist das Vehikel, mit dem Sie alle über den Tisch gezogen werden. So sieht es nämlich aus. Denn eine direkte Folgewirkung dieser Rettungspolitik ist ja, das Ganze ist ja ganz abstrakt, auch in den Wirtschaftszahlen der einschlägigen Presse, ob da jetzt nun 6 Nullen dahinter sind, 9 Nullen, 12 Nullen, das kann ja mittlerweile niemand mehr so richtig abschätzen, welche Dimension das angenommen hat, aber Sie merken es, denn die Folgewirkung ist die Nullzinspolitik. Sie schauen auf Ihr Girokonto, Sie schauen auf Ihr Sparkonto und Sie kriegen keine Zinsen mehr, sehr geehrte Damen und Herren. Und die AfD sagt hier ganz klar, das ist ein Skandal, das ist ein Betrug an den deutschen Steuerzahler, Sparer, Rentner und den nachfolgenden Generationen. Ja, was Wunderbares ausgedacht. Es soll ja nicht nur bei Nullzinsen bleiben. Nein, es sollen bei Negativzinsen kommen. Warum? Nicht etwa, wie es der Finanzstaatssekretär von Wolfgang Schäuble gesagt hat, der Michael Meister, dass Deutschland ein Hort von Kriminellen sei, weil es keine Bargeldobergrenzen habe. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Vertreter einer Regierungspartei, wie der über das eigene Wahlvolk denkt. Das muss man sich ganz genau merken, wenn man nur mit dem Finger CDU versucht, es zu wählen. Das muss man sich ganz genau merken, was da von der CDU kommt. Aber um Negativzinsen durchsetzen zu können, sehr geehrte Damen und Herren, wie reagieren Sie, wenn Sie auf Ihr Konto gucken und Sie sehen, ich werde bestraft? Dafür, dass ich arbeiten gehe, ich werde bestraft, ich muss Zinsen bezahlen, dafür, dass ich gespart habe, dass ich nachhaltig gewirtschaftet habe, dass ich für meine Familie zurückgelegt habe, dass ich diszipliniert durch mein Leben gehe, einer vernünftigen Arbeit nachgehe und Sparanlagen anhäufe, vielleicht für meine eigene Vorsorge, vielleicht für die Vorsorge meiner Kinder und ich soll jetzt Strafe zahlen. Die normale Reaktion ist, ich bin noch nicht bescheuert, ich hebe mein Geld ab. Und genau deshalb soll es Bargeldobergrenzen geben für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Das ist ein Skandal, was Sie mit uns machen. Für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, es gibt jetzt bereits die Bargeldobergrenze von 10.000 Euro und wir nehmen ja unsere lieben Politiker immer beim Wort. Wolfgang Schäuble hat noch vor Jahren gesagt, eine Bargeldobergrenze mit mir niemals. Und Sie müssen sich eins merken, wenn ein Politiker der etablierten Parteien zu Ihnen sagt, niemals, nie, das kommt niemals, dann kommt es ganz bestimmt, sehr geehrte Damen und Herren. Merkel wählen oder auch die anderen, es ist sowieso mittlerweile das Gleiche, wie wir gestern Abend gesehen haben. Die waren auch ganz selig, dass sie endlich allein im Studio waren, da war dann kein Störenfried mehr da, ich nenne mich im Ernst, ach Gott, das geht dann alles viel einfacher, wenn man unter sich ist und sowieso den gleichen Quark von sich gibt, ohne Störung, das geht dann alles viel einfacher.
man ist sich ja auch einig, dass es Negativzinsen geben wird. Also, wenn Sie Merkel wählen oder wenn irgendjemand Merkel wählt oder die ganzen anderen, egal wen, dann wählen Sie Negativzinsen, dann wählen Sie Bargeldobergrenzen. Denn nach dem 24.09., das kann ich Ihnen sagen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, denn ansonsten lassen sich die Staats- und die privaten Schulden gar nicht mehr abbauen, wird es Bargeldobergrenzen geben und sie werden runtergesetzt von 10.000, höchstwahrscheinlich auf 5.000, 3.000, 1.000 Euro. So, und damit will man Ihnen allen die Flucht aus dem kranken, da überschuldeten Bankkontensystem verbauen. Und da sagt die AfD ganz klar als einzige Partei, nein, wir wollen das nicht, denn Bargeld ist geprägte Freiheit und Bargeld ist gelebter Datenschutz. Wir wollen das nicht. Denn aus dem gläsernen Kunden wird der gläserne Mensch. All Ihre Transaktionen sind einsehbar, weil Sie sie elektronisch vornehmen müssen. Davon mal ganz abgesehen, dass das Ganze verfassungswidrig ist, weil es in Ihre Privatrechte, in Ihre Privatautonomie, in Ihre freiheitlichen Bürgerrechte eingreift, sind wir auch dagegen als Alternative für Deutschland, denn es ist ein Eingriff in unsere Freiheitsrechte. Denn, wie Sie mitbekommen haben, während im Bundestag, der da so halb besetzt nach der Ehe für alle, da ist dann irgendwie so ein Grünpolitiker im Glitterregen aufgegangen, der war nämlich da voll besetzt. Danach wurde dann mal schnell das Netzwerkdurchsetzungsgesetz mit gerade mal 40, 50 Abgeordneten durchgesetzt. Ein paar Wochen vorher wurde das Bankgeheimnis abgeschafft, sehr geehrte Damen und Herren. Unsere Medien springen auf die Ehe für alle, auf den Glitterregen von Volker Beck und Claudia Roth. Aber sie springen nicht darauf, auf den Skandal, dass das Bankgeheimnis abgeschafft wurde. Sie sind bereits der gläserne Kunde und ich kann Ihnen sagen, als Alternative für Deutschland werden wir genau dagegen Politik im 19. Deutschen Bundestag machen, denn das geht so nicht. Aber das Ganze zieht sich immer weiter fort. Es fing an mit der Euro-Rettungskrise, die sich ja vorzieht. Man kriegt ja auch immer die Fragen gestellt, ach, das ist ja alles überstanden. Es ist nicht überstanden, es wird immer schlimmer. Unsere Vermögen schmelzen ab. So sieht es nämlich aus. Wir haben Liquidität im Markt, die Vermögenspreise eben steigert, ins Unermessliche in deutschen Großstädten. Arbeitnehmer, deren Einkommen nicht in gleichermaßen wie die Liquidität steigt, die werden kalt enteignet und es kommt zu einem realen Kaufkraftverlust. Nicht umsonst müssen deutsche Arbeitnehmer, müssen Paare jetzt schon doppelt arbeiten. Da müssen Sie und da muss er noch arbeiten. Und das ist ein Skandal. Wir erinnern uns doch alle noch daran, wie es früher war, an die guten alten Zeiten. Da konnte eine Familie mit drei Kindern, es hat gereicht, dass einer gearbeitet hat. Und heute ist das nicht mehr möglich. Und das ist schon bereits eine Folgewirkung dieser komplett pervertierten, auf der einen Seite der Rettungspolitik, aber auch auf der anderen Seite der absolut pervertierten Steuerpolitik dieser Bundesregierung. Noch das EEG. Wir haben jährliche Preissteigerungen wie dieses Jahr von 4%, das muss man sich mal vorstellen, die auf den Verbraucher, die auf Sie umgelegt werden. Was bedeutet das denn? Auch für den Mittelstand. Wir kennen ja unsere Stromrechnung. Ja? Wir kennen ja unsere Preissteigerung. Aber beispielsweise eine Bäckerei, eine mittelständische, stand letztens in der Welt. Eine Heidelberger Bäckerei, älter als 200 Jahre. Die hat vor rund 15 Jahren hat die rund 5.000 Euro jährlich bezahlt an Energiekosten. Jetzt gebe ich Ihnen auf zu raten,
Wie viel dir heute zahlt? Möchte einer? 10-mal mehr. 90.000 Euro im Jahr für diesen Mittelständler. Und darum sagen wir, das EEG muss ersatzlos abgeschafft werden. Sehr geehrte Damen und Herren. In Japan, da havariert ein Reaktor, Fukushima Daiichi, und dann kommt unsere Angela Merkel und pst, zack, war die spontane Energiewende da. Und jetzt haben wir urplötzlich auch die spontane Verkehrswende. Da wird urplötzlich lamentiert, dass man Dieselfahrverbote in deutschen Großstädten durchführt. Das muss man sich mal vorstellen. Da stehen unsere Außengrenzen sperrangelweit offen. Seit 2015 kommen unkontrolliert, da ohne Ausweispapiere, Menschen aus allen Herren Ländern zu uns, von denen wir nicht wissen, wer sie sind. Aber hier werden plötzlich Feinstaubbelastungen und Dieselfahrverbote diskutiert. Und das ist blanker Zynismus, sehr geehrte Damen und Herren. Verstößt gegen geltendes Recht. In der Flüchtlingskrise, in dieser absolut katastrophalen Flüchtlingspolitik, wird gegen deutsches Asylgesetz, gegen deutsches Grundgesetz und gegen europäisches Abkommen verstoßen, wie die Dublin-III-Verordnung. Da muss man sich fragen, wo wir mittlerweile angekommen sind. Und gestern muss ich mir anhören von allen Parteien, dass man jetzt die illegale Zuwanderung mit legalisieren will. Wir haben von 1,5 Millionen Menschen, die seit 2015 zu uns gekommen sind, haben wir 6 Großstädte, 630.000 Menschen an Ausreisepflichtigen da. Und unser Staat vollzieht nicht. Was ist denn aus dieser nationalen Kraftanstrengung von Merkel geworden? Die schieben dieses Jahr noch weniger ab als letztes Jahr. Und damit ist es Schluss dann. Meine Herren, und das Ganze zieht sich fort, sehr geehrte Damen und Herren. Wo sind wir angekommen? Wir haben immer noch offene Grenzen, aber... Also, die zu sichern, das hat ja Angela Merkel uns schon erklärt, 4.250 Kilometer an Außengrenzen mit Bergen, mit grünen Wiesen, das ist völlig unmöglich, die zu sichern für einen Industriestaat wie die Bundesrepublik Deutschland. Für was wir Steuern zahlen, das ist ja Staatsaufgabe. Aber wenn es um die eigenen Interessen, um die eigene Sicherheit geht, wenn man selber in der Elbphilharmonie rumsitzt, sich Beethoven anhört, dann ist eine Grenzsicherung zu Land, zu Wasser und in der Luft plötzlich möglich. Und das ist ein Skandal, sehr geehrte Damen und Herren. Und darum, sehr geehrte Damen und Herren, wählen Sie am 24. September die noch einzige verbleibende Alternative für ein zukunftsfähiges Deutschland. Und das ist die Alternative für Deutschland. Vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren.